Und hat dort ganz andere Möglichkeiten zu existieren. In vollständigster Seligkeit ist das eine Gemeinschaft der Heiligen, kann man sagen, die auch untereinander sich kommunizieren und sagen, was könnte ich denn für deine Person da unten, die Arme, tun, die da rumläuft und denkt, sie wäre dies und das. Und so interagieren die Kräfte und man hilft sich auf dieser hohen Ebene, um selber auf den unteren zu wachsen. Ist das nicht ein wunderbares Gleichnis, aber auch eine Realität? Ja? Das finden wir auch also in Gedichten und so weiter von Goethe. Schiller schreibt da darüber unter anderem, nicht wahr? Das also, ich glaube, das geht so ähnlich. Oben im Licht, nicht wahr? Also göttlich unter Göttern, da ist die Gestalt jugendlich, frei, strahlen, schwebt der Menschheit, Götterbild. Also natürlich auch diese Strukturen sind per se, Ehre sei dem Buddha, vergänglich, aber die wären ein Mahamanvantara. Und diese Einheit natürlich, wenn sie mal da ist, dann ist das etwas Wundervolles und die tauchen ins Nirvana ein, erscheinen beim nächsten Mal wieder, wenn sie wollen oder wenn sie wollen nicht. Ja? Mit mystischer Hochzeit ist gemeint die Vereinigung des Niederen mit dem Höheren oder der Persönlichkeit mit dem Ego und beiden mit der Monade, diese drei Schritte oder zwei, wie man es nehmen will. Das ist wahre Einheit. Und die müsst ihr in euch selbst arbeiten. Mit einem anderen Menschen zusammen sein ist auch schön, ist auch Einheit. Aber diese Einheit ist noch etwas anderes gemeint. Wer sich zu sehr an die Einheit mit einem anderen Menschen klammert, schirmt sich eigentlich ab. So, jetzt sage ich aber eigentlich etwas gegen meine eigenen Lieder, in denen ich ja singe, nur mit dir kann ich glücklich sein. Ja, das ist aber eine notwendige Stufe zum Nächsten, was eigentlich heißen müsste, auch ohne dich bin ich glücklich und auch bin ich gern mit dir. Jetzt mal so in den Raum geworfen, ja? Was ist das für eine Welt, meine Lieben, in der diese Monaden, man kann sagen dann auch, also egomäßig oben oder innen, die leben. Das ist, oh, und das, im Vergleich dazu leben wir hier im Dreck, meine Lieben. Beschmutzung, Beschmutzung, ja? Und unser Engel lebt dort und der wir wirklich sind und zu dem wir uns hin entwickeln sollten, der lebt da oben. Natürlich lebt auch ein Dämon. Dem kann man sich auch entwickeln, das ist nicht so angenehm. Ist euch das schon mal passiert, dass ihr plötzlich ein Glücksgefühl habt und wisst nicht warum? Dass ihr entzückt seid oder so, ohne Grund? Wenn man die Droge nimmt oder den Alkohol, empfindet man auch das Gleiche? Ja, da hat man dann natürlich das physische Fenster zu diesem Ego-Welt geöffnet und das ist dann die obere Chakra, nicht? Auch die Hypophyse und so weiter, die Zirbeldrüse. Allerdings, wer das künstlich anregt, der zahlt den Preis, weil er es ja dadurch physisch sehr, sagen wir, strapaziert und stresst und dann fällt das wieder zusammen und dann hat man plötzlich gar nichts mehr. Und dann kommt der sogenannte Rehab oder Entzug in vielen Drogensüchtigen. Die haben zumindest mal eine Kostprobe gekriegt, wie schön es in der monadischen Welt ist. Nur so funktioniert es eben nicht. Ja? Sondern der einfachere, leichtere Weg ist, ja, und jetzt sage ich es, also keusch, enthaltsam leben, gibt eine Zeit lang Probleme und dann brechen die oberen Strukturen auf und man hat die Seligkeit der Monade. Das ist ja das Ziel der Mönche und Nonnen und so weiter. Aber wer von uns kann das schon? Aber wenn man das schon mal weiß, könnte man ja zumindest mal durch Maß halten, versuchen, das Untere etwas weniger zu aktivieren und mehr zum Oberen zu kommen. Wenn ich jetzt mal den physischen Körper meine. Denn wir wissen, dass die Monade über dem Kopf physisch sozusagen schwingt. Ja, da sind wir natürlich wie in einem Gefängnis im Vergleich zu den Engeln, das ist ganz klar. Die brauchen keine Sprache. Die Sprache Devanagari und Sanskrit ist ja nur die Sprache der Götter auf Erden. Die da oben brauchen das nicht.
sind nur Schwingungen, nur Gedanken. Wir müssen jetzt mal sehen, wenn wir dazu kommen, dass wir andere beurteilen, dann darf man nicht unbedingt davon ausgehen, dass man jetzt sieht, ach so, das ist also so ein Körper, aha, das ist das und das Ego. Falsch, falsch. Zum Beispiel, es gibt also Egos, die sind eben physisch, sagen wir mal, sehr interessiert oder entwickelt. Ja? Die werden dann Weltmeister und sonst was. Aber andere, die das nicht sind, können viel höher entwickelt sein. Nämlich, die haben dann ihre Energien auf anderen Ebenen. Menschen, die nur physisch denken, die verstehen das Ganze noch nicht. Die aber beides haben, und da gebe ich mal ein tragisches Beispiel. Muhammad Ali, Cassius Clay, ja, der gesagt hat, ich boxe nicht, um Weltmeister zu werden, sondern um für meine Rasse zu kämpfen, für die Farbigen. Das ist schon mal ein ganz schönes Stückchen weg vom Persönlichen. Deshalb war der ja so bewundert und beliebt, obwohl er auch viel verloren hat. Auch Kämpfe. Und wie läuft er jetzt rum? Behindert. Ja, der hat so viel an den Kopf gekriegt, dass er nicht mehr funktioniert. Macht nichts in dem Falle. Sein Ego hat von dieser Hülle gelernt, stößt sie ab und es geht weiter auf höheren Ebenen. Zum Beispiel, es gibt Menschen, die sehr selbstlos sind in dem Sinne, dass sie immer an andere denken und dass sie anderen helfen, karitativ und so weiter. Und die werden hoch angesehen oft. Und dann gibt es andere, die meditierend sozusagen Liebe verbreiten. Durch Verbreiten der Lehre auch und durch Loslösung. Die werden vielleicht nicht so hoch eingeschätzt, aber ich kann es euch sagen, die kann man höher einschätzen. Wenn ich überhaupt diesen Begriff gebrauchen darf. Denn die wirken auf noch intensiveren Ebenen und helfen, die negativen mentalen Energien auf Erden zu unterbrechen und ihnen Widerstand zu leisten. Das heißt tägliche Meditation und Verbreitung der Lehre. Da verstehe ich dann manchmal den Satz von Krishnamurti, der gesagt hat, ein Heiliger auf dem Berg, der den ganzen Tag nichts tut und nur meditiert, hat größere Liebeskraft und ist wohltuender als 1 Million, die den Armen helfen. Das klingt sehr seltsam, meine Lieben. Da muss man aufpassen, dass man diese Aussagen nicht missbraucht. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Wie ist es denn da oben? In der Ego-Welt. In der monadischen. Reinstes Licht, das uns hier unten verbrennen würde. Und wenn wir hier sind, in dieser schaumigen Welt, ja, so, es ist so eine Art. Aber, in der physischen Ebene die höchste Manifestation der Monade. Ihr versteht das. Wenn diese Vermählung stattfindet zwischen dem Niederen und dem Hohen, das ist das Gewaltige. Ja? Und natürlich, wie können wir dahin kommen, regelmäßige Meditation unter Studium der Lehre und wenn es geht, unblutige Lebensweise. Das heißt, ja, vegetarisch leben. Natürlich gibt es viele, die nicht vegetarisch leben, die hochentwickelt sind. Keine Frage. Sie wären aber hochentwickelter oder noch entwickelter, wenn sie vegetarisch leben würden. Tja, der Mensch hat halt Emotionen und hat ein Gemüt und teilt die Dinge ein und er misst sie und sagt, dies ist hier, dies ist dort und da kommt das Gefühl der Trennung. Ja, diese Trennung, meine Lieben, dieses Gefühl der Separation und Trennung, die es in der physischen Welt gibt und die Ursache ist für alle Verbrechen, die gibt es in der Ego-Welt nicht. Da ist man eins, obwohl individuell verschieden. Das sind Lichtgestalten, meine Lieben. Ja. Und wir hier unten, wir fühlen uns einsam. Oh, ich bin so allein. Also suchen wir uns jemanden, um da ein bisschen was zu empfinden. In der monadischen Welt fällt sowas flach.
Da sind die Wesen sozusagen in Freude vereint. Nicht, weil sie sich gegenseitig haben, sondern weil sie eben das sind. Und sie genießen das Zusammensein der Freude, die sie in sich empfinden. Ja? Und ich sage es euch ganz ehrlich, das Denken, was wir jetzt hier alles machen, mit dem Buch des Lichts und so weiter, muss immer zum Nichtdenken führen, in der Meditation dann. Denn auch das Manas ist eine Mauer in den höheren Welten. Das braucht man da nicht mehr. Aber es führt uns hin. Und wenn wir wieder in diese Welt zurückkommen, brauchen wir es natürlich. Das Denken. Und der Afrikaner sagt ja, das Denken ist das Grässlichste. Ja, das stimmt. Kommt darauf an, wie man es benutzt. Ja? Und wir können doch den Verstand benutzen dafür, dass wir geistige Dinge erfahren. Ja? Was ist die monadische Welt, meine Lieben? Sie ist reinste Seligkeit. Wir haben uns doch mal unterhalten darüber, über das Wort Wachstum. Ja? Wachstum hier in dieser Welt wird nur verlangt von den Politikern, um die wachsende Zinsbelastung zu bedienen, dieses korrupten, verbrecherischen Geldsystems. Aber, und Wachstum in der physischen Ebene, was ist das? Es ist das Geborenwerden, das Leben und dann das Sterben, nicht wahr? Das Wachsen dieser Welt, Veränderung. Es gibt also, wie wir ja wissen, wie man nicht oft genug wiederholen kann, kein Sein, sondern es gibt nur ein Werden. Aber was gibt es auch Wachstum in der monadischen Welt? Ja. Der Zustand des Entzückens, der Seligkeit nimmt zu. Wer es zu fassen vermag, meine Lieben, der fasse es. Und je mehr sich ein Mensch abwenden würde von den physischen äußeren Seligkeiten hier, umso mehr würde die andere Seligkeit kommen. Er muss ihm nur die Chance geben und die Möglichkeit. Und nicht gleich aufgeben, wenn vielleicht am Anfang sogar es noch schlimmer wird. Wir haben gesprochen darüber, warum das so ist. Weil eben die Schatten der Vergangenheit dann nochmal greifen, sich aufbäumen gegen das Loslassen und so weiter und so weiter. Und darum sage ich immer wieder, auch in den Schulen, diese Gedächtnisschulungen da, das ist kein wirkliches Wissen. Das hat mit wirklichem Wissen überhaupt nichts zu tun. Sondern das, was wir jetzt hier verkünden, das wird angeboten als wirkliches Wissen. Damit verneinen wir nicht das andere Wissen. Ja, Napoleon hat gelebt, das war so und so. Es gab den Ersten Weltkrieg, Zweiten. Ja, es gab die Atlantischen Kriege und so weiter. Aber wir ziehen doch den Extrakt aus diesen Dingen, meine Lieben. Ich gebe ein Beispiel. Wenn wir hier einen Menschen treffen, beurteilen wir ihn notwendigerweise ganz klar von außen. Wir sehen ihn ja von außen. Wir sehen seine Persona, seine Maske. Und daraus ziehen wir gewisse Schlüsse. Und ein Mensch, der nicht geistig entwickelt ist und dann nur nach dem Äußeren geht, der sieht natürlich nur das Gewand und sagt, oh, das ist denn so und so. Und das stimmt gar nicht. Ich vergleiche das mit einem Heiligen, der in Lumpen gekleidet rumläuft. Und jemand, der das nicht versteht oder der, sagen wir mal, dadurch getestet wird in seiner Beurteilungsgabe, das machen manchmal Meister mit Schülern, der sieht da einen Lumpengekleideten. Und daneben geht ein elegant gekleideter, vielleicht der größte Halunke, dann schaut er zu dem hin und sagt, der ist das, der ist gut, der ist gut. Der andere ist in Lumpen gekleidet. Aber ein Erwachter oder erwachender Mensch beurteilt und kann anders beurteilen. Ja, dann beurteilen wir nämlich so wie das Ego. Und das können wir deshalb hier auf Erden, weil in der Ego-Welt oder in der Monadenwelt, sagen wir mal, beurteilt und identifiziert man von innen. Ja, wir vereinen uns mit diesen Wesenheiten. Wir kennen sie. Und das führt uns wieder, wir wissen es ja, in die Alchemie, in dem es heißt oder wo es heißt, ein wirkliches chemisches Experiment, wirkliche Forschung kann nur sein, wenn ich mit dem zu Erforschenden eins werde, indem ich es werde. Wer kann das schon heute?